Guten Morgen, liebe Leute. Heute darf ich euch begrüßen an diesem wunderschönen sonnigen Tag hier in Gambia im Hotel Balafon Beach Resort. Du denkst jetzt ganz bestimmt an meinen vergangenen Film. Du hast doch das schon einmal gesehen. Aber weil es so schön war, werde ich dir heute den ganzen Strand des Hotels und der Umgebung zeigen. Und so wie du feststellen konntest, kommt man hier bei seinem Zimmer raus auf einen kleinen Balkon oder Terrasse und steigt direkt in den Pool ein. Was für ein Luxus das ist! Und nur ein paar Meter entfernt liegt schon der Strand und das Meer. Und dieses Meer wird dich begeistern. Du kannst hier kilometerlang an diesem Strand entlang laufen, an dem du immer etwas Neues entdecken kannst. So zum Beispiel auch andere Anlagen und Hotels. An manchen Tagen kommt das Meer als bis zu den Palmen hin. Somit enthüllt es die Wurzeln der Bäume, die dann dem Zuschauer wie eine Skulptur erscheinen. Und wenn kein Halt mehr da ist, dann neigen sich die Palmen als. Und wenn morgens schon die Temperaturen über die 30 Grad sind, dann wird man schnell müde. So haben wir jetzt diesen Hund, der sich hier mal ein bisschen ausruht. Oder ein Sonnenbad nimmt. Ich kann sagen, man wird immer von Tieren überrascht. Nachdem ich jetzt die Begegnung mit dem Hund und der Katze gemacht habe und das wirklich wunderschön und sehr freundlich war, ist das nicht immer auch mit den Menschen. Die sind auch hier am Meeresrande und möchten dir eins oder das andere verkaufen oder einfach das Geld aus der Tasche nehmen. Das ist auch möglich. Ich laufe jetzt wieder an meinem Hotel vorbei und da habt ihr ja schon gesehen, da gibt es einen Ausläufer eines Flusses. Bis dieser ins Meer gelangt, muss ein paar Hürden überstehen. So zum Beispiel dieser Sand. Der Eintritt ins Meer ist spektakulär. Da ich heute euch die ganze Gegend von hier zeigen wollte, bin ich an diese wunderschönen Blumen gestoßen, die mit ihrer violetten Farbe diese Landschaft so richtig zum Erblühen bringt. Wenn man nur ein paar Meter ins Land des Inneren läuft, kann man schon entdecken die Häuser meines Hotels Balafon. Sozusagen kann man hier die Vielfalt erleben. Der Dschungel ist gleich neben dem Hotel. Liebe Leute, was kann man da neben dem Strand noch entdecken? Es ist einfach eine Säftebar. Und hier neben mir habe ich einfach einen Mitarbeiter dieser Bar. Hello, my name is Sirifu and I am from the Gambia in West Africa. Yeah, I work at Juice Bar. I have a juice bar. This is my juice bar. We sell banana, pineapple, orange. You know, and it's nice to be nice, you know. You guys are highly welcome to come to the Gambia for holiday. And this is my friend, I meet him right now. So you guys are welcome to the Gambia, smiling coast of West Africa. Ja, nach dem netten Gespräch möchte ich jetzt meinen Weg wieder weitersetzen und sozusagen Neues entdecken auf diesem Strand. Und schaut mal an, auf was ich jetzt stoße. Auf ein Boot mit Fischer. Und schaut mal an, was die Fischer hier machen. Also sie arbeiten einfach an den Netzen. Dieses Handwerk wird von Generation zur nächsten weitergegeben. Und somit wird ein Netz an das andere angeknüpft. Ich hoffe, dass die Fischer auch Glück haben und viele Fische fangen können. Sozusagen ist dieses Handwerk zu sehen, nicht mal ein paar Meter von meinem Hotel entfernt. Es ist ein befreiendes Gefühl, so eine Weite vor sich zu haben. Ja, jetzt bin ich wieder mal ein paar Meter gelaufen und schaut mal, ein Überwachungsturm steht vor mir.
Hier wird man wohl ganz bestimmt in Sicherheit sein. In Sicherheit beim Schwimmen, weil der Turm ist ja besetzt. Ein Mann sitzt gerade da drin. Eine Bar reiht sich da an die andere. Somit haben wir schon wieder eine vor mir. Und überall wird man eingeladen zu einem Drink. Würde der Körper es alles aufnehmen und man es könnte, würde man überall auch stehen bleiben. Nur nach ein paar Meter gelaufen bin ich auf Palma Rima Beach. Und das Gebäude, das hier mit dem grünen Dach ist, das ist jetzt nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Surfschule. Und hier vorne habt ihr schon das Surfbrett und auch der Lehrer. Den Namen der Surfschule habt ihr jetzt vor Gesicht. Wer möchte in dieser idyllischen Landschaft als nicht surfen lernen? Ja, ich darf dir etwas verraten, ich kann ja nicht mal schwimmen. Also wie sollte ich dann auch noch surfen? Nachdem ich jetzt diesen wunderschönen Ort besucht habe, werde ich auch mich jetzt wieder weiter auf den Weg machen. Und wer sich jetzt vorgenommen hat, hier nur zu relaxen, kann sich jetzt einfach auf so eine Liege legen und einfach dem Rauschen des Meeres zuhören. Es gibt hier auch die Möglichkeit, in dieser Bar seine Zeit zu vertreiben. Sie heißt Solomon. An diesen Tischen wirst du ganz bestimmt mal wieder in eine andere Sphäre gesetzt. Dieser Strand hört als nicht auf, man läuft als Kilometer weit. Ich habe meine nächste Überraschung erreicht. Es sind diese Liegen bedeckt mit Stroh. Wunderschön, dass man sowas auch noch erleben kann. Einfach ganz natürlich. Eine nächste Überraschung wartet schon auf mich. Es ist diese Pflanze vor mir, die im Zusammenspiel mit dieser Blume und mit der Landschaft ein richtig guter Eindruck hinterlässt. Diese Pflanzen sind in dieser Gegend millionenfach anzutreffen. Man meint gerade, dass hier ein Wald davon gewachsen wäre. Das hier ist nur ein ganz kleiner Teil, den du hier an diesem Strand erleben kannst. Ich dachte mir, die Überraschungen hätte ich schon hinter mir. Da tauchen jetzt die Geier am Meeresrand auf. Eine Begegnung, die hat man nicht jeden Tag. Und wieso sind diese Geier hier an diesem Strand? Weil sie etwas Fressbares gefunden haben. Also so ein Bild habe ich auch noch nie erlebt. Die Geier in einer Reihe, das ist mal ein Ereignis. Wunderschön kann die Welt sein, man muss sie nur entdecken. Dieses Bild ist dir ja bekannt. Ich bin jetzt wieder zurück in meinem Hotel Balafon. Und da ich dir das Hotel vom Inneren bei diesem leuchtenden Sonnenschein noch nicht gezeigt habe, werde ich es jetzt machen. Im Hintergrund sind zu sehen die Behausungen, die Zimmer der Leute. Davor der Essbereich und hinten dran der Swimmingpool. Wenn ich jetzt aus dem Hofbereich nochmal einen Blick über den Essbereich werfe, kann ich vor mir den Pool entdecken, der sich auf beiden Seiten erstreckt. Und wenn ich jetzt diese Seite des Pools folge, komme ich in diesen Eden Garden mit diesen Brücken, bei denen man sehen kann, dass der Pool fast vor jedes Zimmer geht. Der Hof des Hotels ist in Nachbarschaft dieser Sumpflandschaft.
in der ihr die berühmten Affen finden könnt. Ich gehe jetzt ganz nahe ran, da könnt ihr sie auf den Bäumen sehen. Die ruhen einfach jetzt in der Mittagssonne aus. Ja, so nahe bei den Affen, das könnte man nicht mal im Affenwald. Somit kann ich sagen, dass diese Affen an die Menschen gewöhnt sind und einfach ihre Spielchen treiben. Und diese Affen, wenn man sie ruft, dann kommen sie auch sofort hergelaufen. Wunderbar kann dieses Gefühl sein, hier bei den Affen zu Hause zu sein. Und bevor ich zu meinem Schluss des Filmes komme, möchte ich jetzt euch noch diesen Blick vom Hotel aus auf das Meer zeigen. Phänomenal, also was man hier alles erleben kann, das ist ein Traum. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal bist du dran, hier dieses Hotel Balafon Beach Resort zu besuchen und dir dein Traum erfüllen. Und somit kommen wir so langsam zum Schluss. Ich wünsche euch noch alles Gute und wir sehen uns ja demnächst wieder in einem neuen Land. Bis dahin, mach's gut. Ciao.